Horst ist fest. Horst ist fest. Horst, weg. Fest. Horst ist fest. Fest ist Horst. Horst ist fest. Horst ist fest. Du hast alles verschmilzt. Hast du gehört? Habe ich einen Kupplungsschaden? Horst ist fest. Horst ist fest. Horst ist fest, ey. Ey, Horst ist fest. Muss ich mal halten, jetzt mal kicken? Hast du gehört? Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Das muss ja irgendwie in der Getränkehandlung gestern passiert sein. Lass klemmen. Es ist herrlich. Lass klemmen. Wie ihr gerade gehört habt, Horst ist fest. Nach dem letzten Wochenende, das hat er nicht so gut verkraftet. Na, auf jeden Fall fahren wir den jetzt erstmal waschen, weil der Ölscheich auch am Wochenende da war. Damit ich mir einfach die Hände nicht so dreckig mache, wenn wir es gleich auseinandernehmen. Was sagst du dazu? Ich bin traurig, dass du ihn geschrottet hast. Aber ich kann mal nicht alleine lassen. Ja, das ist schlimm. Ja. Die deutsche Supermoto-Szene ist echt fick die Karre. Ja, ich bin echt traurig. Horst wollte das eigentlich gar nicht so. Hauptsache ein schönes Dekor. Hauptsache, sieht geil aus, ja. Aber jetzt müssen wir erst nochmal den Motor kontrollieren. Das war auf jeden Fall das Einzige, was noch nicht gemacht wurde. Aber scheinbar wollte das jetzt Horst so. Naja, wir gucken mal rein. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal waschen. Und dann sehen wir mehr. Ja, ist ein herrlicher Ölfilm. Naja, das waschen wir jetzt weg. Hey. So, Freunde, ich habe jetzt schon mal angefangen. Tank ist ab, ein bisschen Verkleidung ist ab, Kolben steht relativ mittig und irgendwas klappert. Hört ihr das? Da werden wir mal gucken, wie wir das jetzt alles abkriegen hier. Weil Kickstarter lässt sich nicht bewegen. Ging übrigens beim Burnout fest. Das seht ihr jetzt. Ob es kurz heiß war? Wer weiß. Leute, sechste Schraube vom Zylinderkopf ist ab. Ich denke mal, es hat sich das Bläu verabschiedet. Kolben habe ich jetzt noch mal kurz ein Stückchen hochbekommen. Das ist jetzt alles noch mal ein bisschen geschmiert, damit ich dann den Zylinder abkriege. Die Seitendeckel von der Auslasssteuerung habe ich jetzt abgebaut auf beiden Seiten, damit ich an die untere Motor komme vom Zylinder. War jetzt ganz schön eng aus, aber ich kam jetzt mit einem normalen 13er Ringmaul hier drauf. Auf der anderen Seite nur mit dem Maul, aber es ging gerade so, dass ich es lösen konnte. Tipptopp. Ja, jetzt kommt gleich die Wahrheit, wahrscheinlich ans Licht. Es ist herrlich. In diesem Sinne, Glas wickeln. Aber naja, das war jetzt das Einzige, was noch gemacht werden musste bei Horsti, der Motor. Da kann man das auch noch angreifen. Alle Muttern sind ab. Jetzt probiere ich mal den Zylinder zu ziehen und dann gucken wir mal, was dann passiert. Der Werkstatt wagen wir mal was. Ich halte euch jetzt mal so komisch in der Hand. Ich bin mal gespannt. Ach, scheiße. Kühler stört. Das ist der Schlauch. Dann muss ich den mal noch abbauen. Freunde, es sieht nicht gut aus. Bleilagers von der Kurbelwelle fest. Gegangen. Scheiße. Kolben und so sieht noch gar nicht so schlimm aus. Na klar, da ein paar Riemen und so. Zylinder geht eigentlich auch noch. Aber naja, kann man ja gleich alles neu machen, denke ich mal. Alles anderes. Teurer Spaß auf jeden Fall. Ich baue jetzt den Motor aus, muss eh gespalten werden und dann werden wir mal gucken, was der Rest kostet. Shit happens, sag ich mal. Shit happens. Was ist das? Kurz mal an der Wampe geputzt, passiert, ne? Kannst nicht reingucken in so einen Motor und dann passiert's halt.
Dass der Mensch, was ist denn hier Trotz? Dann passiert es halt, dass der mal festgeht. Bei einem Vorlauf sozusagen. Bei Fick die Karre hat sich quasi bestätigt, dass sie gefickt wurde. Oder so. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt hier fest. Und ja, Rest werden wir sehen. Motor ist draußen. Jetzt steht Horsti erstmal in der Ecke. Traurig. Ohne Motor. Ich habe jetzt noch Öl abgelassen. Naja, und dann werden wir mal reingucken.